Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute geht es um Variablen vergleichen, wie zum Beispiel ist gleich, größer gleich, kleiner gleich, and Boolean, or Boolean, ja, solche Sachen, die auch in der Entwicklung von Spielen auch sehr, sehr wichtig sind, wenn man Werte miteinander vergleichen kann. Dazu gehen wir hier Open Level Blueprint. Ich habe hier schon mal was erstellt, aber ich kann noch, ich erstelle erstmal zwei Variablen. Das ist zum Beispiel Name 1 mit dem Typ. Typ sollte String sein und Variable 2, das ist dann auch Name 2. Ihr könnt eingeben, was ihr wollt. Geht hier auf Compile, Save. Jetzt könnt ihr auch hier rechts was eintragen. Hier ist zum Beispiel der Name Fatih, ja, mein Name. Und Name 2 ist Lukas. Ja, ihr könnt auch Peter eingeben, ist eigentlich egal. Und dann Compile, so. Jetzt setzt ihr ein GetNode, ja, ihr liest beides aus. Und jetzt wollen wir zwar diese beiden Variablen miteinander vergleichen. Zum Beispiel, da ziehen wir hier den Pin raus und setzen hier das Gleichheitszeichen ein. Und dann steht hier String equal exactly. Ja, equal exactly. Name ist Name 2. Name 1 genau gleich wie Name 2. Wie ihr wisst, nein. Also muss was rauskommen. Dieses rote Pin ist eigentlich ein Boolean-Wert. Das heißt, ein Boolean-Wert kann entweder ein True oder ein False-Zustand einnehmen. In dem Fall ist es natürlich was? False. Das stimmt nicht. Das können wir austesten, indem wir diesen Wert hier, ob True oder False, in den InString einsetzen. Dann können wir die Duration auch mal auf 5 Sekunden einsetzen. Und wann soll das ausgeben? Mit dem Begin Play. Begin Play, ja. Event Begin Play, da seht ihr es schon. Klickt hier drauf, setzt diesen Pin zusammen, compilen, nicht vergessen, save und jetzt starten wir das Spiel. Ja? So, false. Ja? Das heißt, diese beiden sind ungleich, also ist das Ganze false. Wenn beides gleich wäre, zum Beispiel wenn das auch hier Fatih wäre, ja, compile. Save braucht ihr nicht unbedingt und dann würde hier True stehen. Ja, wenn beide Werte gleich sind. Das ist jetzt mit String. Ihr könnt auch mit Zahlen, also Zahlen miteinander vergleichen. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Zum Beispiel Integer, also ganze Zahlen oder Float, Dezimalzahlen, also mehr Kommazahlen. Machen wir das erstmal. Machen wir Zahl 1. Ja, Zahl 1 ist dann in dem Fall Integer. Und noch eine Variable, Zahl 2, nehmen wir auch ein Integer. Ja? Und dann nehmen wir das beiden Zahlen mal raus. Ja? Setzen hier Zahlen ein wie 5 und hier 10. Und schreiben hier zum Beispiel nicht ist gleich, weil ist gleich gibt es auch, aber das ist eigentlich das Gleiche. Schreiben wir hin größer, ja? Greater. Greater. Ja, es gibt auch greater equal, also größer gleich oder größer. So, Zahl 1 ist 5, Zahl 10 ist was? Zahl 2 ist 10, also müsste was rauskommen? Ist 5 größer als 10? False. Ja? Also müsste wieder false stehen. Und hier steht false. Genau. Jetzt könnt ihr auch Folgendes machen. Genau. Ihr könnt auch hier kleiner einsetzen, ja, kleiner, less equal, also kleiner gleich. Dann geben wir mal hier Folgendes ein, 5, 5, auch 5, ja. Wir können das hier mal rauslöschen mit Entferntaste und setzen das hier mal ein. Was kommt jetzt für einen Wert ein? Ist kleiner gleich 5? Ist es true? Ja, es ist. Also compile, save und plot true. Ja. So, jetzt können wir auch ungleich. Ja. Ungleich ist Ausrufezeichen not equal. Ja. Zum Beispiel. Das ist auch ein Vergleichszeichen. Also, ist Zahl ungleich Zahl 2? Ja. Ungleich. Was bedeutet das? In dem Fall, es ist gleich, also der Wert ist false, ja. False. Aber wenn es ungleich ist, zum Beispiel hier 7, dann hätten wir hier ein True. Genau. Das ist halt sehr wichtig, wenn man zum Beispiel
Ja, Gesundheit zum Beispiel, ja. Wenn die Charaktergesundheit kleiner gleich 20 ist, dann färbt sich der Gesundheitsbalken blau, rot. Ja, da könnt ihr schreiben, ist der aktuelle Gesundheitszeichen kleiner als 20, dann färbt bitte den Balken rot. Ja, das sind solche Bedingungen. Ja. Zum Beispiel, ja. Und dann gibt es auch noch End. Ja. Bei End-Boolean und All-Boolean kennt ihr ja, das sind auch geläufige Operationen. End heißt, beide Bedingungen müssen true sein, damit als Ausgang true rauskommt. Bei OR ist es so, dass eine der beiden Bedingungen true sein muss oder kann, dann ist der gesamte Ausgang true. Das können wir ja mal hier, genau. Also, sagen wir mal hier, wir geben mal hier direkt eine Zahl an, keine Variable, zum Beispiel Zahl 1 ist kleiner als 2, ja. Stimmt das? Ja, das werden wir sehen. Und Zahl 2 ist ungleich, ja. Ungleich, not equal zu 10. So. Jetzt können wir diese beiden Bool-Werte miteinander vergleichen. Und zwar mit einem End-Bool. End-Boolean. Hier steht es auch. End-Boolean. Also, wenn diese Bedingung true ist und diese Bedingung true ist, dann kommt auch ein true raus. Ja? In dem Fall ist es true oder false. Also ist Zahl 1 kleiner als 2. Die Zahl 1 hat einen Wert von 5. Also nein. Das ist false. Also wenn das false ist, ist der gesamte Ausgang false. Ja, das können wir mal testen. So. Ah, da haben wir. Ah. Ich habe das in den falschen Pin eingetragen. Das muss in String. Ja, das ist der Wert, der ausgegeben wird. Nochmal compilen und auf Play. Und dann haben wir hier ein False. Genau. Jetzt machen wir aber beides true. Also hier true und hier true. Das heißt, Zahl 1 ist kleiner als. Ja. Zahl 1 ist kleiner als 2. Also müssten wir jetzt, sagen wir mal, da machen wir hier Zahl 1, sagen wir 6, ja, weil Zahl 1 ist ja kleiner als 6, also ist das true. Und Zahl 2 ist 7, also ist ungleich 10, ist auch true. Das heißt, true und true ergibt true. Ja. Genau. So, jetzt können wir auf ein OR. OR hat mir das OR schon. All Boolean, naja, wir können es ja nochmal zeigen. All Boolean, beides true, true, ergibt true natürlich. Compilen, play, true. Aber wenn wir zum Beispiel hier, sagen wir, ja, ist ungleich, sagen wir setzen hier das 7 ein. Das ist ja dann false, weil das ist ja gleich. Ja, normalerweise ungleich bedeutet ja, wenn die Zahlen ungleich sind miteinander, dann ergibt sich erst ein true. Aber wenn die Zahlen gleich sind, dann ergibt sich ein False. Also ist dieser Node ein False. Dieser Node ist ein True, also muss als Ausgang was ergeben? True. Ein OR-Boolean braucht nur einmal True. So, genau. Das ist alles. Also wir haben nochmal zur Rekapitulation, nochmal zur Wiederholung, haben wir erstmal eine Gleichheit. Also man kann beide Zahlen testen, ob sie gleich sind. Man kann Zahlen vergleichen, indem man größer oder kleiner eingibt. Oder man kann zwei Boolean-Werte miteinander kombinieren. Also dazu noch das AND und OR-Boolean. Genau. Wo benutzt man das in der Praxis? Wie gesagt, bei Gesundheitsbalken oder bei manchen Werten, die man prüft, ob sie einen gewissen Wert erreicht haben. Wenn ja, dann gibt es eine Bedingung. Und also diese Bedingungen werden dann mit einer If-Bedingung geknüpft. Das ist ein Branch-Node. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Also das könnt ihr löschen. So, Branch ist eigentlich die Umgangssprache für eine If-Bedingung. Wer schon mal programmiert hat, kennt das. Bei If gibt es quasi eine Bedingung, ja, und die Bedingung gibt entweder ein True oder ein False ein. Also wenn diese Bedingung True ist, dann geht man mit diesem Pfad weiter quasi. Und wenn diese Bedingung false ist, dann geht man mit diesem Pfad weiter.
Und das wird dann meistens halt genutzt, wenn zum Beispiel der Spieler irgendwas passiert, dann macht das bitte. Wenn irgendwas anderes ist, dann macht das bitte. Ja, das sind dann immer Entscheidungen, Bedingungen, ja, die man dann in den Spielfluss einbauen kann. Ja. So, das war's soweit mit den Vergleichen von Variablen. Wenn ihr Fragen habt, bitte unten in die Kommentare. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.